das gleiche nochmal. Genau, da kommen schon die nächsten. So, tschüss. Ich habe was von einem Grillfest gehört, was Leslie veranstalten will. So, ich glaube einmal noch. Na, hat nicht ganz gereicht. Ja, hör auf, die zu beschweren, Junge. Tschüss. Aber da kommen bestimmt gleich noch mehr. Oh, ja, ich dachte gerade. Ich wollte gerade schon sagen, oder auch nicht. Aber, wie gesagt, ich bin ja dein Meister. So. Das war's aber. Und noch nichts mehr zum Aktivieren. Genau, gut. Na. Ach, ja, doch. Ich hab richtig gehört. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Erstmal hier freihauen. Pistole. Oh, guck mal. Eine weitere Treppe. Jetzt haben wir ja die Pistole wieder hochgelevelt. Kann man es ja mal probieren. Das so zu machen. Wir haben einen Knochenbrecher, den wir ja, glaube ich, ausgerüstet haben müssten. Dürfte das ja nicht allzu schwierig sein. Jetzt kommen natürlich Krähen. So, kommt mal alle hierher. Stellen wir uns mal dahin, wo die auch hinfliegen. Na komm schon. Und eine noch. Na, Grey. Tschüss! Ja, auf einmal knurrt er wenigstens und winselt nicht mehr. So, Skelette. Oh Gott, von hinten kommen auch welche. Das war natürlich lustig. Wir gehen erstmal hier hin, sodass die alle vor uns stehen. Tschüss. Schön gewonnen. Sehr geil. So. Und hinten auch noch. So viel zu gewonnen. Und hier runter. Alter, wie viele Einnahmen haben wir hier denn jetzt bitte? Das ist schon wieder bei über 200.000. Nein, Krähen. Schon wieder. So, Pistole. Die Krähe abschießen kann er wahrscheinlich nicht, oder? So, das war die Krähe. Nein, Pistole. Da würde ich aber trotzdem mal lieber kurz nachschauen im Waffenraum. Willkommen im Untergrund. Wie das ist, wenn der Pistole aufbessern, ob man irgendwie geladene Angriffe machen muss oder so. Die Waffenkammer erwartet euch. Das wäre natürlich nicht so geil. Kleriker. Starken Angriff haben wir schon gemacht. 150 Feinde bei Tageslicht. Na, meinetwegen. Das können wir jetzt ja hier nicht unbedingt beeinflussen. So, geht's hier noch weit? Ja, natürlich, da kommen nur ein paar coole Männer. Die wir geschwind absnipern. Und das war's. Sehr schön, weiter geht's. Findet den Kontroll.
Kontrollhebel der Feuerstätte. Da ist wahrscheinlich da in diesem Sarg drin oder irgendwo anders. Aber dieser Sarg hat mit Sicherheit noch was zu tun mit irgendwelchen Sachen. Alter Hebel, natürlich. Und jetzt kommen hier ganz viele Gegner. Am besten schießt du mal auf den Großen, wenn der sich mal nach vorne stellen würde. Oh oh, weg, 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 weg. Die gehen ja mit der Pistole wenigstens recht schnell drauf. Auch wenn sie uns in die Ecke drängen. So. Und wegrollen, während du nachlädst. Im Rollen nachladen, das kann nicht jeder. Nicht mal Batman kann das, weil er muss ja nicht nachladen oder so. Wenigstens kam jetzt kein großer Boss oder so raus aus dem Sarg, so wie es mir anfangs gedacht hatte. Wie man es ja zum Beispiel aus Skyrim kennt. Aber nein, gut. Aha. Gut, dann rennen wir mal wieder zurück. Uiuiuiui. Taps, taps, taps. Leslie, ich hab deinen Hebel gefunden. Was ist denn das da? Öl? Weiß nicht, kann sein. Auf jeden Fall nicht so wichtig. Vielleicht ja ein komischer Pilz, der direkt auf dem Boden wächst. Ohne Stängel oder so. Also, okay, der ist nicht. Gibt ja einige Pilze, die ohne Stängel wachsen. Also sichtbare Stängel jedenfalls. Ich kenne mich da jetzt nicht allzu sehr aus. Aber wenn man es mit so Speisepilzen vergleicht, zum Beispiel den Fliegenpilz, ne, die haben so Stängel. Die Pilze aus dem Labor ist nicht vielleicht unbedingt, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, macht schon, mein Magen knurrt. Ja, hier, frisst den Hebel. Ihr habt ihn gefunden? Ja. Das wird ein Fest, Mann, heute Abend. Habt ihr gesehen, wen wir zum Essen da haben? Nein. Ich kann euch gar nicht genug für all eure Hilfe danken. Die Sache des Bösen schuldet euch was. Juhu. 10 Gildensiegel. Ihr konntet Leslie und seinem Kult den Hebel zurückbringen. Jetzt können sie die Opfergrillgrube benutzen, wann immer sie wollen. Juhu! Oh. Ihr gehört doch zu den Bösen. Wollt ihr nicht den Ehrendienst verrichten? No, eröffnet unser neues, dunkles, allerheiligstes. Ihr habt es euch wirklich verdient. Nein, ist es ein Hippie? Mein Leben ist alles, was ich habe. Nehmt es mir nicht. Das ist ein Öko-Hippie. Oh, das kommt überraschend. Ein plötzlicher Anfall von Moral. Nein, das was denn? Kann es nicht sein. Lass mich doch wenigstens den Typen anschauen. Habt ihr schon gegessen? Ja, das wird der Grund sein. Halt die Klappe. Ah, es ist eure Sache. Wenn ihr es euch anders überlegt, sagt Bescheid und ich lege jemanden auf den Grill. Ja, weil immer ihr wollt. Also wenn ihr hungrig seid. Halt, ich will auch. Was auch immer. Jederzeit. Wie war das mit Grill und Essen? Ich meine, wenn er da runterfällt. Ja, ist vielleicht eine kleine Lücke im Plan, aber nur vielleicht eine kleine. Solltest du nochmal überdenken. Und was mit diesen Türen da ist? Komisch. Ja, wahrscheinlich kommt dann nochmal eine Quest. Ach, wir können ja hier eigentlich auch direkt. Ist ja nicht so ein geschlossenes Gebäude. Questliste. Die Schuld am Bowerstone-Markt. Ich will da nicht hin. Ein unheiliger Bund. Ich muss mir geschwind auf die Uhr gucken. Okay. Probieren wir es mal mit der Schuld am Bowerstone-Markt. Cedric nimmt seinen Verlust nicht gerade leicht. Ja, das ist doch der, der gefragt hat. Ist es eine schokolierte Ratte? Was? Choco-Rat. Und wir haben keine Schulden mehr oder hier, Ding. Wir hatten nicht mehr gesucht. Sehr geil. Hat sich ja das Warten gelohnt.
Genau, der mit der Waffe. Ich hörte, ihr könnt gut mit euren Waffen umgehen. Ich kenne jemanden, an dem ihr es beweisen könnt. Ein Kerl namens Alan. Harper? Er hat mich beraubt. Oh. Insgesamt knapp 1000 Goldstücke. Oh. Wir haben um Geld gespielt. Im Prinzip hat er gewonnen und eigentlich war es fair. Außerdem lässt man niemanden einfach ermorden, weil er einen geärgert hat. Aber mein Entschluss steht jetzt fest. Klar. Morden ist immer toll. Prima. Alan ist sicher im Bowerstone-Industriegebiet, um jemanden über den Tisch zu ziehen. Sorgt dafür, dass er das nie wieder macht. Niemals. Genau, der arme Tisch. Fallen ja die ganzen Gläser runter. So, jetzt hier. Bowerstone-Industriegebiet. Wir kommen. Sehe ich das richtig? Wir haben einen Immobilienwert von über 1,5 Millionen. Nice. So, Alan, du kleine Drecksau, wo bist du denn? Wahrscheinlich in der Taverne? Natürlich. Bist du Alan? Ich war sonst immer im zweifelhaften Pinguin. Stimmt's? Deshalb ist meine Miete zu hoch. Es muss doch hier jemanden geben, der Geld verlieren möchte. Cedric kommt wieder auf die Beine. Und wenn das geschieht, zwinge ich ihn wieder in die Knie. Ja, sehr schön. Hier ist noch ein Buch. Ja, komm. Postum kam an einem Tag wie jedem anderen von der Arbeit nach Hause und fand seine Frau mit einem anderen Mann im Bett. Wutentbrannt stürzte er sich auf das Paar, wild entschlossen, beide zu töten. Aber seine Hände umschlossen nur einen Hals und letzten Endes lag nur seine Frau tot im Bett. Der unbekannte Ehebrecher konnte fliehen. Ich bin ein echter Glückspilz. Ich glaube, ich habe dabei einen Schuh verloren. Es muss doch hier jemanden geben, der Geld verlieren also, möchte. Dieser Mord hier, Payne oder wie der heißt, der mit den Verbrecher macht echt irgendwie die geilsten Bücher. So. Cedric kommt wieder auf die Beine. Junge. Und wenn das geschieht, zwing ich ihn wieder in die Knie. Ja. Bitte. Moment. Tut mir leid. Was? Wen habe ich jetzt schon wieder getroffen? Tut mir leid. Halt, es tut mir leid. Ja, sprech mit Cedric. Ich war's nicht. Warum wollt ihr mich töten? Ich hab's nicht verdient. Jetzt kotzt ihr dahin, Junge. Junge, hier. Nehmt das Geld. Kommen wohl mit jeder Straftat. Ja, natürlich. Was? Ach so, ich dachte gerade, wir müssen ja eh in ein anderes Gebiet. Ich wollte mich schon wieder aufregen, dass wir in ein anderes Gebiet aus Versehen gewechselt sind. Bowerstone Markt, ja, dann müssen wir hin. Gut. Dann ist ja nicht so schlimm. Was hast du denn da? Blaubeerkuchen. Nein, danke. Und? Grabungsort. Beeil dich bitte diesmal, ja? Erkundung 5, das muss auch schnell gehen. Ja, na also, geht doch. Gebundene Knotenfrisur. Nice. Hopp. Die Miete Lauf. Hier ist teuer. Wann geht's denn hier runter? Hier, oder? Genau. Und dann müsste Cedric auch gleich schon da stehen. Genau, da haben wir ihn schon. Guten Tag. Jetzt muss ich nur noch einmal spielen und etwas Geld gewinnen. Auftragsmörder sind nicht billig. Alan hat gerade viel verloren. Positiv ist aber, dass er nie wieder etwas verlieren kann. Ja, weil er ja nichts mehr hat. Aber er kommt ja auf die Beine. Gut, und jetzt würde ich sagen, an dieser schönen Bank am Fluss können wir uns da draufsetzen, wahrscheinlich nicht, aber na gut, wir tun einfach so, als würden wir da sitzen. Warum habe ich jetzt schon wieder 500 bekommen? Für die Questbelohnung oder was? Aber ich müsste die doch direkt kriegen. Lust auf ein bisschen zählen? Quest 500, das ist suspekt.
das Ganze. Ja, ja, ja. Ich beende die Aufnahme, wünsche euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann.